Kamera bereit? Ja? Okay. Gut. Wir sind ja schon ein bisschen später dran, also würde ich sagen, fangen wir gleich an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich, dass sich doch ein paar umlaufgesicherte Personen hier auch in meinem Vortrag eingefunden haben, wo ich doch wohl der Unbekannteste bin hier in dieser Veranstaltung und sehr viel Prominenz anwesend ist. Freue ich mich natürlich sehr. Freue mich natürlich auch sehr, dass Prominenz in meinem Vortrag sitzt. Ja, soll gleich haben, wie falsches Sparen Finanzkrisen auslöst. Mein Name ist Jörg Buschbeck vom Global Change 2009 e.V. Lösungen statt Schuldige. Es soll also heute nicht darum gehen, den Sparer irgendwo zu bashen, und es soll vor allen Dingen nicht um Probleme gehen, es soll sehr stark auch um Lösungen gehen. Wer spricht? Jörg Buschbeck, 44 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. 2 sind schon größer, einen kleineren habe ich heute mitgebracht. Ich bin schon jemand, der sich Erfinder nennen kann. Ich habe also schon immer Dinge erfunden und bin seit 20 Jahren, also seit der Wende, legaler Unternehmer. Das will sagen, dass ich auch schon illegaler Unternehmer war in der DDR. Und seit fast 20 Jahren bin ich auch mit dem Geldreformthema befasst. Ich bin da mal in Dresden über eine Ökomesse gelaufen und da lag eine Zeitschrift, die hieß Der dritte Weg. Und ich bin so ein Lesetyp, die habe ich einmal durchgelesen, habe gesagt, das ist es, und ich habe mal jetzt gelesen, wie der Unter Guckenberger zu Gesell gekommen ist, indem er da auch im Krieg irgendwo im Zug eine Zeitung gefunden hat vom Gesell. Also da habe ich gedacht, hoi, so ähnlich war das ja auch bei dir. Das sind so Geldreformthemen, da werden auch immer so rationale Menschen angesprochen, die gerne mal lesen. Und das war also bei mir so ähnlich. Ich bin Mitinitiator des ersten sächsischen Regiogelds Zschopautaler. Das ist also ein eurogedecktes Regiogeld. Ich zahle auch an knapp 70 Mitarbeitern einen Teil Lohn, Prämienlohn in Regiogeld, habe also auch Regiogeld-Erfahrungen, habe 2009 den Verein Global Change 2009 gegründet, um da bestimmte Informationen zu transportieren. Da komme ich später noch intensiver dazu. Die Themen des heutigen Vortrags: Wir haben ja einen globalen Problemstau, und ich vertrete da so die These, dass wir uns da jetzt die richtigen Fragen stellen sollten. Nicht nur zum Geldsystem. Das Geldsystem ist aus meiner Sicht so in einem Spannungsfeld von Trivialität und Emotionalität auch gefangen. Und das führt zu der Frage, was ist Geld? Also wenn wir das Geldsystem reformieren wollen, sollten wir diese Frage mal beantworten, was Geld überhaupt ist. Das ist ja durchaus strittig. Denn daraus ergeben sich natürlich dann auch die Geldsystemprobleme und die Lösungsansätze. Und quergedachte Lösungsansätze, die auch sicherlich mal weggehen von dem, was man typischerweise in freiwirtschaftlichen Kreisen als einzigen Weg sieht, zur Inspiration. Das muss nicht richtig sein, was ich hier heute erzähle, aber zur Inspiration. Quergedachtes, denke ich, kann einer Bewegung nicht schaden, die seit 100 Jahren doch nur begrenzt erfolgreich ist. Das ist also schon noch die Frage, was können wir mal neu denken, um erfolgreicher zu werden mit unserem Engagement für die Geldreform. Die erste Frage, wenn wir irgendetwas ändern wollen: Was soll sich ändern? Soll sich der Mensch ändern oder wollen wir ein System ändern? Und ich habe 20 Jahre in einem System leben dürfen, wo man der Idee nach hing, Menschen ändern zu müssen. Und ich sehe es heute mit Schrecken, auch gerade Leuten, die sagen, wir müssen eigentlich was ändern, dass die sagen, wir brauchen neues Bewusstsein. Ich bin ein großer Freund davon, dass sich auch ein neues Bewusstsein der Menschen ergibt. Wenn aber das Bewusstsein einem Systemwandel vorausgehen soll, dann halte ich das für einen extrem gefährlichen Gedanken, der in der Geschichte immer wieder versucht wurde, der immer wieder gut gemeint war, dass man Menschen in ihrem Bewusstsein verändern wollte, um damit dann Veränderungen auszulösen. Von klein auf hat man versucht, mit Parolen an meinem Bewusstsein zu arbeiten, und es war weder erfolgreich noch angenehm. Und das wirft auch immer die Frage auf,
Was macht man denn mit denen das Bewusstsein, was man sich da vorstellt, dass einem das nicht gefällt? Ne? Sperrt man die dann in ein Lager, um denen ihr Bewusstsein zu ändern? Und es gibt da immer einen Punkt, wo diese Sache entgleitet und die Geschichte lehrt, dass das doch ein sehr gefährlicher Gedanke ist, das Bewusstsein zu ändern, bevor man das System verändert, sondern wir sollten das System verändern, damit sich daraus das Bewusstsein verändert. Der Verein Global Change 2009 wirbt also für eine entstörte Marktwirtschaft als gesellschaftliche Alternative. Denn wir haben ein Grundproblem, das hat ein Mann auch beschrieben, wenn Sie das mal bei Wikipedia nachgoogeln, das ist die Rationalitätenfalle. Das hat der Wolfgang Stützel mal definiert, den ich heute mit seiner Saltenmechanik auch noch an anderer Stelle erwähnen möchte. Das ist einer der ganz großen deutschen Ökonomen, die heute fast in Vergessenheit geraten sind. Und der hat mit der Rationalitätenfalle einen Grundwiderspruch der Gesellschaft definiert. Die Interessen des Einzelnen fallen oft mit den Interessen der Gesellschaft auseinander. Das ist der Punkt, mit dem wir gesellschaftlich umgehen müssen. Und das können wir halt dann tun, indem wir irgendwelche Ideologien aufbauen, die Leute in ihrem Bewusstsein versuchen zu beeinflussen. Oder wir können sie natürlich sagen, okay, im freien Markt, im Wettbewerb versucht jeder seine Interessen durchzusetzen und man begrenzt sich aber gegenseitig. Weil wenn ein Markt frei ist, wenn er nicht monopolisiert ist, dann ist das der Weg, dass sich gegenläufige Interessen von Menschen auch gegenseitig auf ein sinnvolles Maß begrenzen. Und das ist aus unserer Sicht der Variante vorzuziehen, dass man das Bewusstsein bearbeitet, dass Märkte, eine Marktwirtschaft zur Vermachtung, also zur Selbstzerstörung neigt. Das haben eigentlich auch alle Ökonomen beschrieben. Das habe ich in der Schule gelernt von Karl Marx. Monopolkapitalismus ist sterbender Kapitalismus. Also das kommt einem halt alles wieder bekannt vor. Schon Adam Smith hat gesagt, wenn sich drei Kaufleute in einem Wirtshaus treffen, ist große Gefahr, dass die sich absprechen. Also das Problem, dass sich Märkte nicht von Haus aus natürlich in diesen Zustand des freien, fairen Wettbewerbs bewegen, ist natürlich eigentlich schon bekannt, seitdem Marktwirtschaft von Adam Smith definiert wurde. Und Global Change 2009 steht dann vor allen Dingen dafür, dem Staat eine neue Rolle zu geben. Der Staat ist heute in der Funktion, dass er die Scherben wegräumt. Das sehen wir heute wieder bei der Finanzkrise. Wir haben gravierende Störungen im Finanzmarkt und der Staat geht in die Rolle, dass er quasi den Müll wegräumt, dass er jetzt die Banken rettet. Und eine neue Rolle für den Staat würde bedeuten, dass der Staat die grundlegenden Marktstörungen bekämpft, statt an den Folgen dieser Marktstörungen herumzulaborieren. Und das hortbare Geld, ich denke, da bin ich mich mit vielen einig, die hier im Raum sind, das ist also die Mutter aller Störungen, aller Marktstörungen. Wenn wir die nicht angehen, das Problem der Hortbarkeit des Geldes angehen, dann ist es oft auch nicht möglich, dass wir die anderen Störungen in den Märkten bearbeiten. Und ich bin aber auch einer, der die Freiwirtschaft davor warnt, zu sagen, wenn wir das hortbare Geld abgeschafft haben, dann sind alle anderen Probleme gelöst. Das ist also ein Punkt, der sehr gefährlich ist. Da sehe ich sehr viele Leute, die sich als Freiwirt bezeichnen. Wir sind in der Lage, mit der freiwirtschaftlichen Lösung die Hortbarkeit des Geldes, wir haben dafür eine Lösung anzubieten. Das heißt noch nicht, dass alle sozialen Arbeitsmarktprobleme, Monopolisierungsprobleme, ökologischen Probleme automatisch gleich mit verschwinden. Das ist ein ganz gefährlicher Überverkauf. Sie wissen, ich bin Geschäftsmann und da hat man auch so Verkaufsschulungen. Und wenn man einen Kunde hat, der eigentlich schon gekauft hat und man gibt ihm immer mehr Nutzen obendrauf, dann ist das total gefährlich, weil man wird dann unglaubwürdig. Selbst wenn es stimmen sollte und die Lösung, dass wir also das Hortungsproblem des Geldes lösen, die ist also für sich genommen wichtig genug. Und weil das ist die Frage von Krieg und Frieden, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich heute hier stehe. Lösungen oder Schuldige? Das ist also die Frage, vor der wir heute stehen. Ich behaupte, man findet immer, was man sucht und man sucht, was man erfragt. Und wenn wir heute in einem globalen Problemstau leben, dann ist das aus meiner Sicht vor allen Dingen der Problematik geschuldet, dass wir sehr oft bei Problemen mit der Frage, wer ist
Schuld herangehen. Ne, das ist also so ganz typisch, Sonntagsrunde bei Christiansen oder wie sie heute heißen, morgen Anne Will oder ich schaue es mir schon lange nicht mehr an, weil es gibt ein Problem und dann zeigt man im Kreis rum, du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld. Das hat man sich dann eine Stunde angeschaut und man ist eigentlich frustriert, man hat eine Stunde Zeit vertan. Ich kenne viele Leute, die sagen, sie schauen sich auch solche Sendungen nicht mehr an. Aber auf diesem Niveau findet ja heute Problemdiskussion immer wieder statt. Gibt es ein Problem, wird gefragt, wer ist schuld an dem Problem? Und ich sagte es schon, man findet, was man sucht. Und dann haben wir eine ganze Welt voll Schuldige, aber keine Lösungen. Das liegt aber an den Fragen, die gestellt werden. Und deswegen der Appell, dass wir sehr viel mehr sachliche Fragen stellen. Warum besteht ein Problem? Was ist die Ursache? Wie können wir es lösen? Die Frage, warum, hat noch einen anderen Riesenvorteil. Der Mensch denkt oft nicht rational. Es gibt also auch so Psychologen, die haben das untersucht, die haben der Sache sogar das Bild gegeben, dass man die drei Ich-Zustände hat. Man hat also einen rational denkenden Zustand, in dem man also auch wirklich quasi mathematisch denkt, wo man Sachen genau prüft, wie die junge Frau da, der man das schon ansieht, dass sie also wirklich auch nachdenkt. Und wir sind aber oft, wenn wir älter werden, haben wir unsere Erfahrungen. Das heißt, wir urteilen oft nur noch oder wir fühlen, also wir bewegen uns im Bereich des Wunschdenkens und viele Probleme, die wir haben, Lösungen zu kommunizieren, haben damit zu tun, dass wir an Urteilen scheitern, dass wir an Gefühlen scheitern. Das ist also eine Sache, die ganz wichtig ist, wenn man sich also auch mit dem Geldreformthema befasst, dass man sich klar macht, dass der Mensch nicht unbedingt rationalen Argumenten aufgeschlossen ist. Aber die Frage, warum, öffnet ihn natürlich, weil es dieses rationale Denken anspricht. Wenn ich die Frage, wer anspreche, wer ist schuld, dann bin ich automatisch bei den Vorurteilen, bei den Emotionen und bin weg vom rationalen Denken, was eh immer weniger verbreitet ist. Es steht also im Menschen 2:1 für die menschliche Irrationalität. Und kaum irgendwo merken wir das so stark, wie wenn es um das Thema Geldsystem geht, wo sehr viel diese Problematik reinspielt. Dort vertrete ich die These, dass das Geldsystem rational betrachtet eigentlich eine sehr große Trivialität ist. Mit der Überschrift, die hier steht, soll gleich haben, sind die wesentlichen Zusammenhänge in unserem Geldsystem eigentlich schon fast erschöpfend beschrieben. Es handelt sich bei unserem Geldsystem eigentlich um eine recht triviale Geschichte und rational betrachtet. Aber wenn wir dann mal schauen, soll gleich haben zu dem Thema soll, also Schulden, da haben wir natürlich Vorurteile. Na, das ist also für uns eher emotional negativ besetzt und haben, na, das hätten wir doch alle gern. Na, wer wünscht sich denn nicht, ein gutes Haben, Saldo auf der Bank zu haben, weil da kann man sich so viele Wünsche erfüllen, was man sich schon lange mal gewünscht hat. Das heißt, unser Wunsch-Ich ist angesprochen und wir sind also bei dem Thema Geld, Soll und Haben ganz stark in Bereichen, wo es um Vorurteile geht und wo es auch um Wunschdenken geht und wo es um Vorurteilsdenken geht. Und es ist eigentlich eine einfache Sache, wenn ich es mal vergleiche, ich bin Techniker bei einer Kaffeemaschine. Also wenn ich mir mal schaue, eine moderne Kaffeemaschine, die Zusammenhänge, die da ablaufen, die da zu regeln sind, die da zu steuern sind, wenn die noch Cappuccino kann und vielleicht noch irgendeine Latte Macchiato sogar noch rauslassen kann, dann sind diese Zusammenhänge in einer Kaffeemaschine wesentlich komplexer als in unserem Finanzsystem und Wirtschaftssystem zusammen. Und warum ist es also möglich, dass wir diese Zusammenhänge in der Kaffeemaschine, da sitzt halt ein Ingenieur dran, der denkt rein rational, und der sagt, da muss Latte Macchiato rauskommen, dann konstruiert er die Kaffeemaschine und dann kommt da Latte Macchiato raus, eventuell muss er noch einmal nachjustieren, weil der Prototyp nicht richtig funktioniert hat. Und ich behaupte, man könnte das, wenn Menschen nicht so emotional wären und nicht so viele Vorurteile hätten, dann könnte man das auch mit dem Finanzsystem und dem Wirtschaftssystem einfach so machen. Aber die Sache ist natürlich komplizierter, weil wir bei dem Thema Wirtschaftssystem, Geldsystem, natürlich bei dem Thema Weltanschauung sind.
Ja, und da sind wir bei dem Thema nicht rational denken, sondern da sind wir bei dem Thema, was wir glauben, sicher zu wissen, wo wir urteilen, wo es also gar nicht möglich ist, rein rational zu denken. Und das nächste Problem der menschlichen Erkenntnis liegt dann darin, dass der Mensch eigentlich nur in Bildern denken kann. Deswegen gibt es auch so ein Programm wie PowerPoint, wo man ein paar bunte Bildchen mit einfügen kann, um überhaupt irgendetwas zu erklären, um irgendwelche Bilder zu schaffen. Und was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist also links die Sicht eines mittelalterlichen Menschen auf die Erde. Ja, der hat also die Erde tatsächlich als Scheibe teilweise wahrgenommen. Ne? Die Sonne geht hinten an der Erdscheibe unter und so war es also möglich, aus dem eigenen Erleben, dass die Menschen alle geglaubt haben, die Erde ist eine Scheibe. Die Perspektive von oben irgendwo aus dem Weltall ist natürlich ganz klar, man sieht, es ist eine Kugel, ist gar kein Thema. Uns hat man von klein auf auch das Bild geschaffen, dass die Erde eine Kugel ist. Wir haben also natürlich die Bilder von klein auf bekommen, deswegen tun wir uns heute mit dieser Erkenntnis nicht schwer. Bei mittelalterlichen Menschen war das also anders. Geld und Wirtschaft. Ich habe mich schon vorgestellt als Querdenker. Ich habe also mit sehr vielen Sachen mich befasst, auch mit sehr vielen Menschen und bin auch der Meinung, dass man in jeder Lehre etwas findet, was einfach interessant ist, von den Ansichten her. Es gibt von Bernd Senf ein schönes Video, wo er also auch diese These vertritt, dass in jeder Lehre quasi eine Perle sitzt. Er beschreibt da zum Beispiel das Feudalsystem, wo also der Grund und Boden das Wertvolle war, das Physiokratische, und dass das eigentlich etwas, was verloren gegangen ist, dann in der Geldbetrachtung. Und dieser These hänge ich also auch an. Und es hat also verschiedene Menschen gegeben in diesem Jahrhundert und auch im Vergangenen, die also sich mit diesen Geldfragen näher befasst haben. Als erstes natürlich zu nennen Silvio Gesell, der das Hortungsproblem des Bargeldes als erster beschrieben hat. John Maynard Keynes, der sich mit ähnlichen Problemstellungen, das Problem der Erwartungen, der Investitionsfalle, die, wenn man sie betrachtet, eigentlich der keynesischen Beschreibung sehr ähnlich ist, befasst hat. Dann haben wir jemanden, den ich heute schon mal genannt habe, bei der Rationalitätenfall, den Wolfgang Stützel. Das war also ein deutscher Wirtschaftsweiser, der ein ganz geniales Buch geschrieben hat, die Einführung in die volkswirtschaftliche Seitenmechanik, wo er also diese Zusammenhänge von Soll und Haben eigentlich wunderbar aufgeschrieben hat. Und er hat vor allen Dingen eine Sache wunderbar auch zerlegt, und das ist die Quantitätstheorie. Und das ist also etwas, was er Keynes und Gesell, quasi die Fehler bei Keynes und Gesell liegen meiner Meinung nach darin, dass sie noch auf diese Quantitätstheorie aufbauen, in der Geld ein Ding ist und nicht ein Saldo, wie das Wolfgang Stützel in seiner Seitenmechanik dann richtig erkannt hat. Der Ottmar Issing ist ja sehr bekannt, ehemaliger Bundesbankdirektor, ist also im Geldbereich eine Koryphäe, hat auch sich auch schon diverse Diskussionen mit den Freiwirten geliefert. Aber wenn Sie sich mal die neueste Ausgabe von der Einführung in die Geldtheorie kaufen, werden Sie feststellen, dass er dabei auch gelernt hat. Also aus meiner Sicht, ich komme dann später noch drauf, hat der Issing also die Problemstellung, die sich aus dem Bargeld ergibt, seitenmechanisch fast korrekt beschrieben. Und ich weise Sie deswegen heute dann auch nochmal intensiv darauf hin, weil das ist natürlich eine tolle Referenz, der Issing. Ne? Weil das ist ja ein Wer. Ne? Die meisten Menschen fragen heute, wer. Und der Issing ist natürlich ein Oberwer in dieser ganzen Geldsystemdiskussion. Und das kann uns also sehr nützen. Jemand, der nicht so bekannt ist, Paul C. Martin. Ich diskutiere da oft so im gelben Forum. Das ist also der Dottore dort aus diesem Forum. Der hat auch Sachen geschrieben, aus meiner Sicht, die nicht ganz richtig sind. Zum Beispiel die Theorie vom fehlenden Zins. Aber er hat etwas ganz Wichtiges auch erkannt. Wirtschaften ist nicht tauschen. Wirtschaften ist Vorfinanzieren. Dazu werde ich heute also auch noch kommen, denke ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und was ich schon angesprochen habe,
ist das emotionale Thema beim Thema Geld, Guthaben. Gerade wir Deutschen sind in Guthaben sehr gut. Es ist also oft eine emotionale Sache. Der Thomas Strobel, bekannt als Blogger, weiß gar nichts, hat schon 2008 einen Beitrag geschrieben, die anal-erotische Finanzkrise, wo er also darauf hinweist, wie Sigmund Freud die Problematik gesehen hat, dass also Menschen mit Horten, mit Akkumulation von Geldvermögen irgendwo auch ihre Angst vorm Tod quasi kompensieren. Und wenn Sie sehen, wie ärgerlich manche Zeitgenossen darauf reagieren, wenn man sagt, wir machen jetzt eine Umlaufsicherung, dann nehmen wir mal was weg von deinem Gehorteten, wie emotional da oft die Reaktionen sind, wie unsachlich die Reaktionen, dann denke ich, ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese emotionale Ebene dieses Hortens, dieser Freude am Horten eben auch näher betrachten, weil wir als Geldreformer oft ja von der rationalen, mathematischen Ebene uns der Sache nur nähern. Und ich denke, dass auch diese Überlegungen einer Beachtung bedürfen. Ja, zu der Frage, was ist Geld oder was ist Geld nicht? Nach meinen Studien ist das Geldsystem der bankbesicherte Teil der volkswirtschaftlichen Buchhaltung. Und ein Buchhaltungssaldo ist kein Ding, sondern ein Buchhaltungssaldo. Also ich habe in meiner Firma natürlich auch eine Buchhaltung und ich kann mir natürlich auch ein Kontenblatt ausdrucken in dieser Buchhaltung. Ich kann dieses Kontenblatt auch in die Hand halten nehmen. Und dieses Kontenblatt in der Hand ist dann auch ein Ding, ist ein Blatt. Aber es ist nicht das Eigentliche. Und das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis, denke ich, wenn man Geld verstehen will, dass man sich von dieser Vorstellung löst, Geld wäre ein Ding. Ja, weil das ist ja, da sind wir bei der Quantitätstheorie, die sich davon nicht lösen kann, dass Geld ein Ding ist, was mit gewissen Umlaufgeschwindigkeiten in der Wirtschaft unterwegs ist. Geld ist nach meinen Beobachtungen, nach dem, was Stützel aufgeschrieben hat, nach dem, was in jeder Statistik der Bundesbank, der Statistischen Bundesbank nachlesen, nachhalten können, ist Geld eine Dokumentation von etwas sehr Realen, nämlich von Salden, von Angebot und Nachfrage. Also ein Geld soll, ein Geldunterschuss. Wenn Sie so etwas machen möchten, wissen Sie genau, da müssen Sie sich erstmal vertraulich an Ihre Bank wenden. Wenn Sie also mehr ausgeben wollen, als Sie einnehmen, dann werden Sie dort eine Bank dazu brauchen und die Bank muss das also besichern, dass Sie also mehr ausgeben, als Sie einnehmen. Und wenn Sie also dann Schulden gemacht haben, dann schulden Sie der arbeitsteiligen Wirtschaft noch ein Angebot, dass Sie also noch was in den Wirtschaftstopf hineingeben. Und das Gegenteil davon ist das Geld haben. Da muss man mit der Bank nicht lang verhandeln. Das können Sie jederzeit machen. Dort ein Guthaben eröffnen. Das geht aber ganz einfach. Können Sie beobachten, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Sie werden immer genau das Guthaben haben, was Sie mehr eingenommen haben, als Sie ausgegeben haben. Ja, Sie können das nachhalten, das stimmt also auf den Cent. Ein Geldguthaben ist einfach nichts anderes, dass man mehr einnimmt, als man ausgibt, was die meisten sicherlich noch nicht so gesehen haben. Man schuldet mit einem Geldguthaben der arbeitsteiligen Wirtschaft noch die Nachfrage. Man hat was reingegeben in den Wirtschaftskreislauf und schuldet noch quasi die Gegenleistung wieder abzunehmen. Diese Sicht der Dinge ist also nicht so stark verbreitet. Geld ist also auch ein Phänomen der Zeit. Es soll Zeit vergehen zwischen unserem Angebot und unserer Nachfrage. Und Zeit ist auch ein Phänomen, was in vielen Wirtschaftsmodellen überhaupt nicht betrachtet wird. Da wird im Ist-Zustand wird irgendwas getauscht und das Phänomen Zeit findet oft gar nicht statt. Und Geld ist aber ganz stark ein Phänomen der Zeit. Geld ist eigentlich das Phänomen, was die Zeit in die wirtschaftlichen Prozesse hineinbekommt. Und die Dokumentationsform dieser Zeit, dieses Geldes, ist dann relativ egal heutzutage. Unsere Scheibe, unsere Erdscheibe, unser Bild beim Thema Geld, ich hatte es vorhin schon angesprochen, das ist also das Problem, dass wir
das Geld aus unserer persönlichen Wahrnehmung bewerten. Wir bewerten Geld, so wie der mittelalterliche Mensch geschaut hat, gesagt, alles klar, die Erde ist eine Scheibe, so bewerten wir das Geldsystem heute aus unserer persönlichen Wahrnehmung. Das machen wir alle. Das macht der kleine Mann, das macht der Ökonom, das macht die Frau Merkel. Jeder betrachtet Geld aus seiner persönlichen Warte. Und das bedeutet, Schulden sind schlecht, Guthaben sind gut. Weil für mich selber sind Schulden schlecht und für mich selber sind Guthaben gut. Das ist unser persönliches Bild, was wir uns schaffen für das Geld, übertragen wir auf das Gesamtsystem. Und dann kommen dann solche Schlüsse raus. Naja, wenn alle schön sparsam wären, wenn alle schöne Guthaben machen würden, dann hätten wir eine schöne Welt. Dann würden die bösen Schulden aus dieser Welt verschwinden. Wir hätten alle Guthaben und alles wäre schön, wäre toll. Das ist das Bild, was viele Leute dann entwickeln zu unserem Geldsystem, was aber, wie wir noch sehen werden, doch ziemlich in die Irre führt. Weil Geld eben kein Ding ist. Dinge kann ich in Überschuss haben. Ich möchte Ihnen hier ein paar Bilder schaffen mit so einer kleinen Robinsonade. Und hier kommt also der Freitag gerade angeschwommen. Vorher war kein Wirtschaften möglich. Ne? Der Robinson ist vielleicht auch Banker. Ne? Da erleiden ja in letzter Zeit einige Schiffbruch. Ne? Robinson war schon länger da. Und jetzt kommt der Freitag hier angeschwommen. Und wenn wir jetzt mal eine Bilanz ziehen von dieser kleinen Wirtschaft, die hier besteht, dann gibt es da ein Investitionsgut. Das ist die Palme. Dann gibt es ein paar Konsumgüter. Das sind hier 5 Kokosnüsse. Und Geld gibt es natürlich auf dieser Insel überhaupt nicht. Und es ist also der einzige Vermögenswert ist eigentlich die Palme, die wir jetzt hier haben. Und der Freitag ist natürlich jetzt geschwommen, der ist also fix und fertig, ne? Und ist völlig mit seinen Kräften am Ende. Und ich sagte schon, der Robinson, das ist ein schiffbrüchiger Banker. Ne, und der sagt so, jetzt schön, dass ich jetzt jemanden habe, wo ich mal wieder eine Bank aufmachen kann. Und der macht da gleich ein paar Bretter hier an die Palme und sagt, okay, ich sehe, du hast Hunger, du hast Durst. Und wir führen jetzt hier ein, den Inseltaler. Und du kannst eine Kokosnuss bekommen. Wir schreiben aber dir 10 Inseltaler Schulden jetzt an, weil ich möchte später von dir für diese Kokosnuss, die ich dir jetzt gebe, eine Gegenleistung haben. Na, hier sehen wir also die typische Geldschöpfung. Der Freitag hat 10 Inseltaler Schulden und der Robinson hat 10 Inseltaler Guthaben. Wie viel Geld gibt es in Summe jetzt auf dieser Insel? Null. Na, das hebt sich ja gegenseitig auf. Es gibt die 10 Inseltaler Schulden, die der Freitag hat, und es gibt die 10 Inseltaler Guthaben, die der Robinson hat. Und da sich das gegenseitig aufhebt, ist es also in der Summe ein Nichts. Wenn dann also immer wieder diskutiert wird, die Geldschöpfung aus dem Nichts, Geld ist in der Summe ein Nichts. Die Skandalisierung der Geldschöpfung kommt ja aus dem Bild, dass Geld ein Ding wäre. Deswegen ist es die Grunderkenntnis, die man erstmal fassen muss. Geld ist kein Ding. Geld ist ein Saldo. Und hier entsteht also ein Saldo. Der Freitag hat ein Schuldsaldo und der Robinson hat ein Guthabensaldo. Und das kann man also in allen Buchhaltungen dieser Welt, können Sie das nachhalten, dass es also so ist, dass also je immer einem Schuldsaldo ein gleich hohes Guthabensaldo entgegensteht. Und das bedeutet nichts anderes, dass Geld ein Phänomen des einzelnen Wirtschaftssubjektes ist, was in der Summe gar nicht existiert. Ich habe Schulden und Sie vielleicht Guthaben oder umgekehrt. Es ist also ein Phänomen,
was wie diese Erdscheibe in unserer Welt existiert, was aber in der Summe als Geldvermögen nicht vorhanden ist. Wir haben also jetzt immer noch die Situation, es gibt auf dieser Insel zwar jemand, der Schulden hat und jemand, der Guthaben hat, es gibt aber immer noch kein Geldvermögen, es gibt immer noch ein Investitionsgut, das ist die Palme. Und das ist also eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, auch wenn für uns emotional soll und haben zwei grundverschiedene Sachen sind, weil für uns emotional soll schlecht ist und Guthaben gut ist, so ist es doch unterm Strich ein und dieselbe Sache und es gibt kein Geld netto auf dieser Welt. Das hat natürlich dann eine ganz wichtige Bedeutung, wenn wir auf einmal Schuldenprobleme entdecken auf dieser Welt. Es gibt gar keine Netto-Schulden. Weil wenn wir von den Schulden die Guthaben abziehen, dann gibt es keine Schulden mehr. Es gibt auch keine Netto-Guthaben auf dieser Welt. Wenn wir von den Guthaben die Schulden abziehen, dann gibt es auch keine Guthaben mehr. Geld ist also in der Summe, wenn wir es also aus dem Weltall betrachten, wenn da also hier der Alien vorbeifliegt, dann würde sich überlegen, machst hier mal einen Raubzug, ne? Was gibt es denn da zu holen auf dieser Erde? Das, was er nicht holen könnte, wäre Geld. Weil das sind Salden, die wir untereinander haben. Geld könnte er nicht rauben. Er könnte unsere Frauen rauben, er könnte uns Dinge rauben, er könnte alles mögliche Reale rauben, aber er kann uns keine Salden rauben. Ja? Es wäre aber der Weg für die Welt, mal Netto-Guthaben zu entwickeln, wenn sich ein paar Aliens bei uns mal verschulden würden. Solange die das nicht machen, solange wir also nicht in Geschäftsbeziehungen mit Außerirdischen treten, gibt es auf dieser Welt in der Summe weder Geld noch Schulden in der Gesamtbetrachtung. Das Weltvermögen ist identisch mit dem Weltsachvermögen. Also es gibt natürlich auf dieser Welt reale Dinge und das sind diese Dinge, die wir anfassen können. Und immer wenn wir Dinge schaffen, die man anfassen kann, dann entsteht reales Vermögen. Und wenn wir Dinge zerstören, die man anfassen kann, dann verschwindet reales Vermögen. Das ist also etwas, eine Erkenntnis, die sich aus emotionalen Gründen immer sehr schwer durchsetzt. Ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen. Man hat vor ein paar Jahren eine sogenannte Schuldenbremse beschlossen. Und da hat der Mann, der hier oben steht, eine Pressemitteilung gemacht über News aktuell, jetzt muss die Guthabenbremse folgen. Das ging über 300 Euro gekostet, das ging an 10.000 Redakteure und ich habe das auch schön begründet, warum jetzt zu dieser Schuldenbremse jetzt eine Guthabenbremse dazu muss. Da hat ein einziger Redakteur hat zurückgemeldet, Herr Buschbeck, Sie haben völlig recht, aber es kann keiner sehen. Wir sind also hier oft bei diesem Zusammenhang von Guthaben und Schulden in unserem Denken blockiert, weil das Thema einfach für uns emotional ist. Und das betrifft eben nicht nur die anderen, das erlebe ich also selbst bei Geldreformern, dass sie sich also von diesem Thema, dass Schulden negativ besetzt sind, Guthaben positiv, eben emotional in ihren Betrachtungen beeinflussen lassen. Die Vorfinanzierung ist die eigentliche Aufgabe des Geldsystems. Die Ökonomen haben sich so ein Bild geschaffen, dass es halt Gelddinge gibt und es gibt Waren, die sind einfach so da und die tauschen wir dann munter gegeneinander. Und ich lade Sie ein, das einfach mal zu testen. Sie machen sich einfach wie ich mal selbstständig. Ja, Sie können das testen, Sie machen sich selbstständig und dann können Sie mal schauen, ob Ihnen irgendjemand Geld und Ware zum Tauschen zur Verfügung stellt. Probieren Sie es einfach mal aus. Gehen Sie aufs Gewerbeamt, sagen Sie, guten Tag, ich mache mich jetzt selbstständig. Stellen Sie mir doch bitte mal die Ware und die Ware zur Verfügung und dann, ich möchte jetzt in die Tauschwirtschaft eintreten. Ja, das ist also ein Bild einer Ökonomie, das mit der Praxis nichts zu tun hat. Wenn Sie sich selbstständig machen, werden Sie merken, dass Sie einen Lagerbestand vorfinanzieren müssen. Das wäre ja mal noch eine kurzfristige Finanzierung. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie was produzieren, wie ich zum Beispiel Sonnenkollektoren, dann brauchen Sie natürlich dafür Maschinen.
Und diese Maschinen müssen Sie auf 10 Jahre abschreiben. Das heißt, den Kaufpreis legen Sie auf 10 Jahre auf die Maschine um. Das heißt, Sie müssen die Maschine vorfinanzieren, Sie müssen den Lagerbestand vorfinanzieren, Sie müssen die Löhne und die Einkommen vorfinanzieren. Das ist das eigentliche Wirtschaften. Das ist auch das eigentlich Spannende natürlich am marktwirtschaftlichen Wirtschaften. Weil wenn ich heute eine Maschine kaufe und morgen hat das der technische Fortschritt überholt, ne, dann bin ich wahrscheinlich pleite. Ne? Das ist also so, dass also dieses Bild von einer Tauschwirtschaft eigentlich das Bild ist, Paul C. Martin hat gesagt, eine Mickey-Maus-Ökonomie, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und das erklärt also auch das ökonomische Vollversagen in diesem Bereich. Man geht von völlig falschen Voraussetzungen aus. Man geht davon aus, Geld ist ein Ding zum Tauschen. Und dann geht man noch davon aus, man hat eine Tauschwirtschaft. Nichts von dem ist wahr. Und das ist der Grund, warum man sich so schwer tut in den ökonomischen Erkenntnisprozessen. Es hängt ganz unten an den Basics, an der Grundlage, an der Basis. Was ist Geld? Wie wirtschaften wir überhaupt? Dort gibt es also völlig falsche Vorstellungen. Ich möchte Ihnen hier ein alternatives Bild schaffen. Der Robinson hat also die Kokosnuss an den Freitag verliehen und hat gesagt, pass auf, ich möchte aber diese 10 Inseltaler von dir zurückhaben. Und indem der ihn quasi jetzt seine physische Existenz finanziert hat, ist der Freitag jetzt in der Lage, sich ein Boot zu bauen. Na, der hat jetzt also noch ein paar Trümmerteile gefunden und baut sich jetzt ein schönes Boot zusammen. Und mit diesem Boot kann der jetzt rausfahren auf das Meer und kann Fische fangen. Er muss ja seine Vorfinanzierung, seine Schulden wieder tilgen. Und siehe da, er kommt also rein mit den Fischen vom Meer und kann jetzt schon mal 5 Inseltaler dort wieder zurückzahlen. An dem Netto-Geldvermögen auf dieser Insel ändert sich nichts. Minus 5 plus plus 5 ist immer noch 0. Also es haben sich die Salden zwischen Robinson und Freitag jetzt irgendwo verschoben. Aber es ist was ganz anderes passiert. Auf dieser Insel gibt es jetzt 2 Investitionsgüter. Es gibt eine Palme und es gibt ein Fischerboot. Und es gibt nicht mehr bloß Kokosnüsse, die hinken dem Robinson schon sowas von Hals raus, sondern es gibt jetzt auch noch Fisch. Also wir sehen, wir haben Vermögen geschaffen mit dieser Verschuldung. Wir haben Vermögen geschaffen, wir haben vorfinanziert, dass ich Freitag ein Floß bauen konnte. Und wir haben die Lebensqualität auf dieser Insel durch mehr Nahrungsvielfalt deutlich erhöht. Das ist die Sonnenseite des Kapitalismus. Das ist der Grund, wo wir sagen, ach, gibt so viel was Schlechtes, aber wenn man also als Kind der Zone in der Mangelwirtschaft aufgewachsen ist, wo man sagt, Mensch, ist ja nicht schlecht, was es jetzt alles gibt und wie du da als Kunde behandelt wirst. Also es gibt ja auch Sonnenseiten dieses Systems. Und das ist also so eine Sonnenseite und die ist durchaus jetzt aus Verschuldung entstanden, Schuld schafft also im Optimalfall Wert, sie schöpft Investitionsgüter, sie ermöglicht Investitionen. Das muss also überhaupt nichts negativ sein. Dann gibt es natürlich dann die These und sagt, na gut, der Robinson, das ist ja ein schiffbrüchiger Banker und der leiht natürlich die Inseltaler nicht ohne Zinsen aus. Also das, deswegen kann es ja jetzt nicht funktionieren. Der muss ja jetzt viel mehr zurückzahlen, als er Kredit aufgenommen hat. Und ich bin mir recht sicher, aus saldenmechanischen Überlegungen, dass der Zins eben nicht kausal fehlt, weil solange der Zins konsumiert wird. Wenn also der Herr Banker Robinson einen Zins fordert und dem Freitag sagt, okay, musst halt einen Fisch mehr abliefern, dann ist das erstmal prinzipiell kein größeres Problem. Eventuell haben wir auch ein bisschen Inflation und der Freitag ist clever und verkauft ihm einfach die Fische ein Stück weit teurer, um die auf Nominalwerte lautende Verbindlichkeit
zu tilgen. Das Zinsproblem, was ich überhaupt nicht beschreite und wozu ich heute also auch noch intensiver kommen möchte, ist also anders, als es oft beschrieben wird, dass man sagt, der Zins erzwingt die Verschuldung. Es stimmt schlicht nicht. Die Verschuldung wird von etwas ganz anderem erzwungen. Der ultimative Systemfehler, den unser Geldsystem hat, ist folgender. Wir haben zwei Sachen, die eigentlich dieselben sind. Guthaben und Schulden sind eigentlich dieselben Sachen. Nur das Vorzeichen ist verschieden. Wir haben aber für Schulden und für Guthaben völlig unterschiedliche Spielregeln. Das können Sie auch empirisch testen. Wenn Sie mal einen Kredit aufnehmen, werden Sie nicht drum herum kommen, mit dem Banker einen Tilgungsplan zu vereinbaren. Wenn Sie also einen Kredit aufnehmen, würde mich sehr wundern, wenn der Banker nicht mit Ihnen auch darüber sprechen möchte, dass Sie den zurückzahlen. Und wenn Sie umgekehrt mal auf eine Bank gehen und sagen, Sie eröffnen dort ein Guthaben, wären Sie sehr verwundert, wenn der Banker zu Ihnen sagen würde, na, wann haben Sie denn vor, das Guthaben zurückzuzahlen? Na, das würden Sie sagen, merkt das jetzt noch? Na, das ist ja irre. Wieso will der Banker, dass ich mein Guthaben zurückzahle? Das ist also etwas, was heute völlig außerhalb unserer Vorstellung liegt, aber genau dort liegt das Problem. Wenn nämlich jetzt unser Freitag sagt, er hat mit dem Herrn Banker Robinson eine feste Tilgung vereinbart, er soll also jetzt die letzten 5 Inseltaler noch zurückzahlen, weil einfach sein Tilgungstermin ist, wo er seinen Kredit zurückzahlen möchte. Und der Herr Robinson hebt jetzt einfach die Hand und sagt, dein Fisch, der hängt mir sowas von zum Hals raus. Ne? Schau mal hier, ich habe auch schon ein Körbchen stehen, ich mag jetzt einfach keinen Fisch mehr. Dann geht es nicht. Ne? Ich kann also Schulden nur tilgen, wenn Guthaben getilgt werden. Oder wenn sich Leute neu verschulden. Das ist ja das, was wir heute oft sehen. Aber wenn wir mal sagen würden, wo liegt denn das tiefere Problem, dann liegt es einfach in dieser Ungleichbehandlung von Schulden und Guthaben. Schulden müssen zurückgezahlt werden und Guthaben müssen überhaupt nicht zurückgezahlt werden. Und das ist aber etwas, das ist so ein Wahnsinn, an den wir uns aber so gewöhnt haben, dass Sie mich wahrscheinlich für wahnsinnig halten, dass ich sage, das ist ein Problem, dass Guthaben auch zurückgezahlt werden müssten. Und das ist dann wieder emotional. Ne? Rational, denke ich, kann ich das gut erläutern, dass das natürlich genauso richtig wäre, aber wir kennen es ja nicht anders. Geldguthaben hatten noch nie eine Rückzahlpflicht. Und man kann also sagen, es fehlt der Termin. Und man kann natürlich auch sagen, da kommen wir zum Zins, es fehlt ein funktionierender Marktmechanismus, der es organisiert, dass ausreichend Guthaben zurückgezahlt werden, wenn Schulden zurückgezahlt werden sollen. Und dieser Marktmechanismus, der da gestört ist, das ist also die Zinsnullgrenze. Der Zins, das ist ja eine Prämie, die wir bekommen, wenn wir auf Nachfrage verzichten. Das ist also eine Nachfrageverzichtsprämie. Wir können aber auch nur Nachfrageverzichtsprämie. Wir können gar nichts anderes. Ja, wir können nur einen positiven Zins gewähren und wir können also das Thema Unternachfrage, ne, Bedarf an Nachfrage, können wir also überhaupt nicht sanktionieren. Und das ist also auch bekannt, ich sprach es schon an, der Professor Ottmar Issing, eigentlich die größte Koryphäe, also auch vom Standing her im Bereich etablierte Geldtheorie. Der hat also ein Buch geschrieben, die Einführung in die Geldtheorie, und da gibt es eine Seite 105, und dort gibt er das also frank und frei zu, dass er das auch weiß, dass das Sparen zu einem Nachfrageausfall führt, wenn die wirtschaftlichen Erwartungen halt nicht so sind, dass es also auch keinen positiven Zinssatz mehr gibt, der diesen Markt ausgleichen kann. Da gibt es eine Grafik und die sieht man, okay, die müsste eigentlich der Schnittpunkt Angebot und Nachfrage liegt unter der Nullgrenze. Wir bräuchten jetzt einen negativen Zins und das
geht halt nicht. Das beschreibt auch Issing dann auf der Seite 284. Das Buch endet bezeichnenderweise mit der Deflation. Was wird uns das sagen wollen? Na, das ist also auch das Ende des Geldsystems und dort beschreibt er also auch die Probleme, wodurch so eine Deflation so gefährlich ist, dass also, solange es Bargeld gibt, der Zins einfach nicht unter Null sinken kann. Er verwendet hier akademisch korrekte Worte. Ich würde es einfacher sagen, wenn die Sparkasse Ihnen morgen mitteilt, dass die Zinsen bei -1% liegen, dann treffen wir uns alle am Geldautomaten. Und wer sich ein bisschen auskennt in dem Finanzsystem, der weiß, dass das Bargeld knapp ist und dass dann innerhalb kürzester Zeit die Bank platt wäre. Dass also das einen Bankenrun auslösen würde, der das Finanzsystem in kürzester Zeit erledigen würde, wenn die Leute sich alle Zentralbankgeld, nichts anderes ist Bargeld, auszahlen lassen wollten. Deswegen ist ein negativer Zins und damit ist ein Nachfrageverzichtsmalus, also eine Marktlösung, heute wegen dem hortbaren Bargeld nicht möglich. Er beschreibt das also im Prinzip vom Weg her oder von der Problemstellung ähnlich wie Gesell, ist aber auch ein Schüler Stützels, so wie Bofinger ein Schüler Stützels ist, die also von diesen Soll-Haben-Zusammenhängen doch etwas korrekter das noch definieren. Und es ist natürlich eine tolle Referenz, wenn man auf Ottmar Issing zurückgreifen kann in seiner Argumentation, wenn man es mit etablierten Ökonomen zu tun hat. Deswegen halte ich das für eine, sollte man sich so ein Buch eventuell mal zulegen für diesbezügliche Diskussionen. Und da sind wir dann also auch schon bei der Gesell-Lösung. Gesell hat ja vorgeschlagen, Bargeld auch mit Gebühren zu belegen. Neuere Diskussionen gehen in die Richtung, dass man eventuell Bargeld quartalsweise herausgibt. Unser Chobotaler, der ja auch ein umlaufgesichertes oder hortungsgeschütztes Bargeld ist, der da ist also so ein Quartalsgeld, der zählt immer ein Vierteljahr. Nach dem Vierteljahr kostet es 2%, den wieder in einen neuen Schein umzutauschen. Und der Issing meint halt, Vorschläge, diese Grenze für den Nominalzins durch eine Art Steuer auf das Halten von Geld aufzuhebeln, sind kaum praktikabel. Und technisch hat er da sicher völlig Unrecht. Und ich glaube, das meint er auch nicht. Das ist also auch schon beobachtet in Diskussionen mit vielen anderen Ökonomen mittlerweile. In Hans-Werner Sinn findet man mittlerweile auch eine Aussage, so der Gesell, das ist eigentlich gar nicht dumm. Und es ist sicherlich auch die Aufklärungsarbeit, die betrieben wurde, ist nicht spurlos auch an der klassischen Ökonomie vorbeigegangen. Und das Problem liegt also weniger auf der sachlichen Ebene, sondern es liegt aus meinen Erfahrungen eher auf einer emotionalen Ebene, dass dieses Thema Geld mit Abgaben zu belegen, es zu befristen, eine Hortungsgebühr zu erheben, eher emotionale Probleme bei den Menschen auslöst. Der amerikanische Ökonom Craig Mankiw, der dann irgendwann auch mal auf den Trip gekommen ist und gemerkt hat, das wäre ja eigentlich eine feine Sache mit Minuszinsen. Er hat dann mal in die New York Times einen Artikel geschrieben, es wäre doch jetzt mal Zeit, Minuszinsen zu machen. Und er hat dann später in seinem Blog geschrieben, er hat noch nie so viele Hass-E-Mails bekommen in seinem ganzen Berufsleben wie auf diesem Artikel. Und jeder, der als Freiwirt irgendwo diese Lösung diskutiert, kennt diese oft enorm, was macht der Rechner jetzt, enorm negativen und emotionalen Reaktionen auf diese Lösung. Ich sehe, und das war der Aufhänger eigentlich für den Film Global Change 2009, eine Chance, das Problem zu lösen aus der Situationskomik heraus. Wir haben ja vor 20 Jahren so eine Situationskomik erlebt, wo der Schabowski mit dem Rücken zur Mauer stand und dann irgendwie die Mauer fiel einfach aus der, es waren Missverständnisse, man war unter Druck und das war überhaupt nicht geplant, dass die Mauer fallen sollte und sie ist trotzdem gefallen. Und unter diesem Druck, in diesem Problemstau befindet sich ja auch das heutige Finanzsystem. Wir haben Riesenprobleme mit dem Guthabenwachstum
Und das Problem ist aber politisch kaum kommunizierbar. Und wenn diese Probleme in unserem Finanzsystem weiter eskalieren, und das sah ja also Ende 2008, Anfang 2009 auch so aus und hat in Teilen auch schon stattgefunden, dass es diesen Bankenrun gibt. Und in Zeiten von CNN wäre es dann sicher so, dass, wenn in ein paar Ecken der Bankenrun losgeht, eventuell einfach über diese Übertragung der Fernsehbilder ein globaler Bankenrun entstehen könnte, aus dem raus die Menschen also versuchen, ihre Guthaben in Zentralbankgeld abzuheben, was in kürzester Zeit zu einer Illiquidität in Zentralbankgeld des Bankensystems führen würde. Nun können wir sagen, das ist Spielende. Die Sache hätte aber eine Riesenchance. Sie würde nämlich den Vorwand liefern, das Bargeld abzuschaffen. Das Bargeld ist heute in unserem Finanzsystem der große Systemfehler. So wie ich es gerade beschrieben habe, ich kann einzelne Wirtschaftssubjekte sind in der Lage, einfach indem sie sagen, ich möchte mir jetzt mal mein Guthaben verbriefen zu lassen in Zentralbankgeld, das System zum Einsturz zu bringen, das Bargeld verhindert, dass wir eine marktwirtschaftliche Lösung für Angebot und Nachfrage finden. Jeder, der aber Freigeld diskutiert, weiß, dass die Lösung von vielen, auch kleinen Menschen, also nicht groß, nicht bloß von den Superreichen, sondern auch vom kleinen Mann oft emotional abgelehnt würde. Wenn ein globaler Bankenrand den Vorwand liefern würde, politisch das Bargeld abzuschaffen, schaut her, ihr habt es verbockt, ne? Das wären um ein Haar, wäre alles zusammengebrochen, deswegen können wir kein Bargeld mehr machen, dann wäre das aus meiner Sicht der Weg, wie wir zu einer klassischen Freiwirtschaft kommen könnten, weil sobald das Bargeld weg ist, ist es natürlich möglich, dass es auf der Bank auch negative Zinsen gibt, die also in der Situation, wo Sparen unangebracht ist, wo also ein Nachfragemangel herrscht, einfach rein marktwirtschaftlich dann auch einen Nachfrageverzichtsmalus ermöglichen und damit die Marktlösung ermöglichen. Die Wogen haben sich dort aber auch etwas geglättet. Sollte es in nächster Zeit doch mal einen Bankenrun geben und danach ein graues Männchen vorfahren und sagen, ab Monatsende ist nur noch das Geld auf Bankkonten gesetzliches Zahlungsmittel, dann haben wir da vielleicht doch was bewegt mit dem Film, weil ich halte das für eine große Chance. Ich habe aber auch sehr viele negative Reaktionen, selbst von Freiwirten, auf diese Idee bekommen, weil die kleben natürlich an ihrem Bargeld und sagen, wenn du mir mein Bargeld wegnimmst, dann ist ja meine Freiwirtschaft kaputt. Es gab also ganz wenig Leute, die die Idee gut finden, dass wir kein Bargeld mehr haben. Es kommen natürlich dann oft zu Argumenten, dass man sagt, na gut, kannst nicht mehr anonym bezahlen. Dafür gäbe es aber auch elektronische Lösungen, Geldkarten. Also wir sind in einem Zeitalter, wo wir viele technische Möglichkeiten haben, aber es ist wieder aus meiner Sicht ein rein emotionales Problem. Es ist also ohne eine Eskalation der Situation, denke ich, nicht möglich. Deswegen vertrete ich das also auch nicht mehr offensiv. Die Problematik in unserem Finanzsystem ist aber noch ein Stück komplexer, weil zwischen dem Sparer und dem Schuldner heute eben oft eine richtige Bank dazwischen hängt. Das ist also gar nicht mehr so, dass der Robinson dem Freitag direkt ein Saldo hätte, sondern Freitag geht zur Bank, Freitag hat 10 Schulden bei der Bank, die Bank hat 10 Guthaben bei ihm, Robinson geht auch zur Bank, die Bankguthaben sind Schulden der Bank bei ihm. Die Bank hat also eine Bilanz und da stehen ihre Guthaben auf der Sollseite. Ne? Ihre Guthaben bei der Bank sind die Schulden der Bank bei Ihnen. Und wir haben also heute eine Entkopplung zwischen Gläubiger und Schuldner. Das ist also ein ganz wichtiger Grund, warum unser Finanzsystem immer instabiler wird. Weil aus einer Bank, in die Fremdkapital hineingeht und wenn wir Geld sparen, dann ist das automatisch Fremdkapital. Mit jedem Euro, den Sie Guthaben bei einer Bank aufbauen, bauen Sie automatisch Fremdkapital der Wirtschaft auf, weil die Bank ja auch auf der anderen Seite nur wieder Kredite, also quasi Fremdkapital, daraus bilanziell machen kann, was sie dort dokumentiert. Das heißt, mit jedem Euro, der gespart wird, wird das System instabiler, weil der
Fremdkapitalanteil in unserem Wirtschaftssystem steigt und wir sehen dann einfach gar nicht mehr, auch wer der Gläubiger ist, und wir nehmen das nicht wahr. Wir haben ein Bankguthaben. Also wir sind, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind jetzt hier die Robinsons, die oft sehr, sehr satt sind, die eigentlich sagen, na gut, ich habe alles, also lege ich mir doch mal ein Bankguthaben zu. Und das auf der anderen Seite, griechische Staatsanleihen, irische Schrottpapiere, was weiß ich nicht, stehen der Bilanz. Na, dass der Freitag Kredite bekommt, die er nicht zurückzahlen kann, das sehen wir nicht mehr, weil die Bank dazwischen geschaltet ist. Das sind natürlich dann auch ganz verschiedene Rechtskonstrukte. Auf der Insel hat der Freitag dann gesagt, na gut, wenn du mir nicht abnimmst, dann kannst du deine Schulden noch nicht zurückzahlen. Da hat der Robinson gesagt, na gut, sehe ich ein. Ne? Also irgendwo, es war Eigenkapital, ne? Die konnten sich irgendwo noch einigen, es war noch irgendwo überschaubar. Was interessiert denn Sie, ob die griechischen Anleihen gerade um 20% gefallen sind? Na, das sehen Sie doch gar nicht, dass Sie mit Ihren Guthaben auf der anderen Seite eben insolvente Schulden sich aufbauen. Die Frau Merkel hat das zu garantieren und das ist also etwas, was natürlich auch diesen Moral Hazard fördert. Na, dass wir sagen, wir können sparen, bis der Arzt kommt. Wir haben Guthaben, die hat die Frau Merkel noch garantiert. Was auf der anderen Seite passiert, das sehen wir nicht mehr. Da sind wir wieder bei dieser Scheibendiskussion, dass wir sagen, wir sehen eigentlich nicht mehr, was auf der anderen Seite dort überhaupt abgeht. Und wenn wir diese Wirtschaft immer stärker mit Fremdkapital durchdrängen, weil wir das durch unser Geldsparen erzwingen, dann wird diese Wirtschaft natürlich immer instabiler. Weil das Eigenkapital, das ist ja der Puffer für Verluste. Das Eigenkapital ist der Puffer, der es auffängt, wenn man mal Unternachfrage hat. Das ist also das, was verhindert, dass es Kettenreaktionen gibt. Und wir haben heute also eine Wirtschaft, die in sehr hohem Maße eben mit Fremdkapital durchzogen ist. Und deswegen droht permanent, wenn wir in den Bereich der Unternachfrage kommen, eine Kettenreaktion aus platzenden Krediten. Und ich habe Ihnen heute mal eine Unternachfrageformel mitgebracht. Auch als Anregung, doch die Quantitätstheorie bitte zu vergessen. Es gibt also durchaus eine Formel, nach der man berechnen kann, ob eine Wirtschaft in Unternachfrage zu rutschen droht. Und wir sehen also hier schon ein paar interessante Zusammenhänge. Wir haben also die Kredittilgungen, die sind aus Vorperioden natürlich definiert. Das sind auch in Vorperioden sehr viele Kredite aufgenommen worden, da sind feste Tilgungen vereinbart. Daran können wir jetzt quasi auch nichts mehr ändern. Das Einzige, was wir quasi beeinflussen könnten, wäre die Neigung, Geld zu sparen, also statt Guthaben mal zurückzuzahlen, neue Guthaben aufzubauen. Das wäre also etwas, was wir mit Mechanismen beeinflussen müssten, die Sparneigung, wenn wir oben den Neuverschuldungsbedarf senken wollten. Und vielleicht die Frage noch an der Stelle, was passiert denn? Ich habe vorhin gesagt, soll gleich haben, es ist eine Tautologie, ist immer gleich. Also sprich, es ist ja quasi, die Ökonomen verwenden die Worte ex ante und ex post, also wenn man es vornweg betrachtet und wenn man es hinterher betrachtet. Und ich spreche hier ja ganz bewusst von Plänen, also ich plane mich zu verschulden, ich plane Geld zu sparen, die Kredittilgung sind keine Pläne, sondern die sind halt fixiert. Wenn diese Neuverschuldungspläne kleiner sind als die Geldsparpläne plus die Kredittilgung, dann entsteht eine Nachfragelücke, die automatisch ihre Schulden erzeugt. Wenn ich als Unternehmer mangelnde Nachfrage habe, dann rutsche ich automatisch in den Dispo, dann investiere ich automatisch in meinen Nachfragebestand. Aber das ist nicht das Gleiche. Deswegen spreche ich von Lustschulden und Frustschulden. Wenn ich zur Bank gehe und sage, ach, bei mir läuft's gut, ich kaufe mir noch einen LKW, habt ihr mal einen Kredit für mich und BWA passt auch, ne? Dann hat die Bank Freude an dem Geschäft, ich habe Freude an dem Geschäft, dann nehme ich diese Schulden freiwillig auf. Und wahrscheinlich kaufe ich nächstes Jahr den nächsten LKW.
Ne? Die Wirtschaft brummt. Wenn ich aber umgekehrt durch die mangelnde Nachfrage in den Dispo rutsche, mein Lagerbestand wächst, ja, dann denke ich vielleicht drüber nach, ob ich nicht zu viel Personal habe. Was ich auf gar keinen Fall machen werde, ist nächstes Jahr noch eine neue Investition. Eventuell, weil ich es nicht will, eventuell aber auch, weil die Bank nicht mehr will, weil meine Zahlen nicht mehr passen. Na, wir haben also aus dieser Problematik, dass wir unsere Sparpläne oder unsere Verschuldungspläne nicht umsetzen können, das hat also Konsequenzen. Ex post ist immer S gleich I, sparen gleich investieren, Verschuldung gleich Guthabenaufbau. Das ist ex post, also hinterher betrachtet ist das immer gleich, aber es ist nicht das Gleiche. Ob ich mir, weil ich gute Nachfrage habe, eine neue Maschine finanziere oder ob ich quasi zwangsentspart werde. Und genauso ist das auch bei den Menschen, wenn die weniger einnehmen, als sie geplant haben, auch als Arbeitnehmer, dann werden sie natürlich noch mehr überlegen, dass sie weniger ausgeben. Also das hat alles eine Kettenreaktion zur Folge. Und da wir jetzt gesehen haben, wir brauchen gigantische Mengen an neuen Schulden, speziell für die deutsche Sparneigung und natürlich auch für die Menge an Krediten, die wir tilgen müssen, hat sich so, man hat es ja gesehen in der letzten Weltwirtschaftskrise, da ist das ja auch gekommen mit Keynes, der gesagt hat, wir können das Ding nicht laufen lassen, die Depression verstärkt sich selbst, führt eigentlich schlussendlich in den Krieg, die ganze Problematik, und wir dürfen das nicht mehr zulassen, dass die Verschuldung quasi wegbrechen kann. Und deswegen haben wir heute, auch wenn das nicht offiziell gesagt wird, eine Verschuldungsplanwirtschaft. Ne? Es gibt also Pläne, dass sich der Staat verschuldet. Der Staat kümmert sich darum, dass wir das Ausland verschulden. Ne? Wir haben also Wirtschaftspolitik und diese Wirtschaftspolitik ist Verschuldungspolitik. Ne? Es gibt dann mal so Zeiten, da tendiert man eher dazu, den Staat zu verschulden. Dann gibt es wieder mal Zeiten, dann tendiert man eher dazu, das Ausland zu verschulden oder man schafft wieder Anreize, dass sich die Privaten verschulden. Aber es geht in unserem System, das Hauptproblem ist, neue Schuldner für alte Guthaben zu finden, weil die alten Kredite halt getilgt werden müssen und die alten Guthaben aber stehen bleiben. Und deswegen diese Geschichte mit dem Keynes, die man quasi auch in allen Ländern auch umgesetzt hat. Und wenn wir uns jetzt mal die Situation in Deutschland anschauen, dann ist die vielleicht auch ganz anders, wie wir sie im Lehrbuch stehen haben. Sie bekommen die Zahlen alle bei der Bundesbank. Die Zahlen sind alle verfügbar. Jeder Ökonom könnte mal reinschauen, was denn die wirtschaftliche Realität in diesem Lande tatsächlich ist. Und ich hatte jetzt in meinem Blog einen Beitrag, wie wird man DIW-Konjunkturexperte, Herr Fichtner? Der Herr Fichtner ist DIW-Konjunkturexperte und hat tatsächlich vor vielleicht einem halben Jahr geschrieben, wenn die Deutschen jetzt noch ein bisschen mehr sparen würden, dann käme der Aufschwung so richtig in Gang. Der Mann schaut scheinbar niemals in die Buchhaltung dieses Landes. Weil wenn er einmal reinschauen würde, dann würde er feststellen, dass die Deutschen sparen, bis der Arzt kommt. Wir sparen völlig über unsere Verhältnisse. Na, man erzählt uns immer, wir leben über unsere Verhältnisse. Wir sparen völlig über unsere Verhältnisse. Es ist überhaupt nicht so, dass in Deutschland private Sparen und Firmen Kredite aufnehmen. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, zum Beispiel als 2009 die Bundesbank fasst bei den Privaten die Einzelunternehmer mit zusammen, deswegen bekommt man es nicht ganz sauber auseinander, aber die Gruppe der Privaten und der Einzelunternehmen hat per Saldo 150 Milliarden mehr eingenommen als ausgegeben, dokumentiert im Guthabenaufbau. Die Körperschaften, also die GmbHs, die also, wo man denkt, na gut, das sind die richtigen Firmen, die müssten ja jetzt Kredit aufnehmen, die der Sparer gespart hat. Nein, die haben auch noch 30 Milliarden mehr eingenommen als ausgegeben. Auch die Banken 20 Milliarden mehr eingenommen als ausgegeben. Das heißt, die private deutsche Wirtschaft, nachzulesen bei der Bundesbank, die übrigens auch mit der genialen Saldenmechanik arbeitet, haben zusammen ca. 200 Milliarden Euro private Einnahmeüberschüsse produziert. Und wenn ich mehr einnehmen möchte, als ich ausgebe, dann brauche ich auf der anderen Seite jemanden, der mehr ausgibt, als er einnimmt. So einfach ist das. Und da können wir uns dann entscheiden, wenn in Deutschland
die Privaten, die Firmen und die Banken alle mehr einnehmen wollen, als sie ausgeben, wer das denn sein soll. Und da bleibt übrig das Ausland und der Staat. Und genauso teilt sich das auf. Sie können das ausrechnen, das stimmt auf den Cent. Die privaten Einnahmenüberschüsse sind identisch mit unseren Exportüberschüssen und mit dem Wachstum unserer Staatsschulden. Das sind also Zahlenreihen, das ist jedes Jahr das Gleiche. Es ist also auch ein Witz, dass man uns erzählen will, dass die Staatsschulden quasi vom Staat zu beeinflussen sind. Der Sparer entscheidet, wie viel wir Staatsschulden haben. Der Sparer erzwingt die Staatsverschuldung. Da können die Politiker tun und machen, was sie wollen. Da haben sich auch Finanzminister schon wunderbar blamiert. Das ist Saldenmechanik. Wenn die einen auf der einen Seite Guthaben aufbauen, entstehen auf der anderen Seite entweder Schulden oder eine Depression. Und da der Staat die Depression nicht zulassen kann, weil dann alles abstürzt, ist er halt gezwungen, Schulden zu machen. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, müsst ihr ja nicht machen. Ja, na gut, dann haben wir halt wieder Mord und Totschlag. Es ist demokratisch so gewollt, dass wir keinen Mord und Totschlag haben. Deswegen ist der Staat gezwungen, das Geldsparen seiner Bürger, seiner Unternehmen mit eigenen Schulden auszugleichen. Und der größte Wahnsinn, den man da machen kann, das sind die Exportüberschüsse. Exportüberschüsse sind das Dümmste, was man tun kann, um mit dieser Situation der großen Sparneigung der Deutschen umzugehen. Ich habe geschrieben, das ist der suizidale Volkssturm der deutschen Horderstämme. Das ist also sowas von dämlich, Exportüberschüsse zu machen. Dümmer Exportüberschüsse. Warum ist denn das so? Zu DDR-Zeiten, ich hatte es schon erzählt, man hat uns immer versucht, mit Parolen zu begeistern. Da gab es eine, so wie wir heute arbeiten werden, so werden wir morgen leben. Und heute können wir sagen, so wie wir heute exportieren, so werden wir morgen retten. Wir sehen also überhaupt nicht, dass wenn wir Exportüberschüsse machen, wir das Ausland verschulden. Wir haben die Vorstellung, wenn wir Exportüberschüsse machen, dann kommen die Gelddinge in unsere Schatztruhe. Wir haben die Vorstellung, Geld ist ein Ding. Wenn wir Exportüberschüsse machen, dann kommen da Gelddinge herbei. Die bekommen wir für unsere Warendinge, bekommen wir Gelddinge und diese Gelddinge nehmen wir und legen die in unsere Schatztruhe. Und das erhöht ja wohl die Stabilität in Deutschland. Dasselbe Wahnsinn steht hinter dem Thema private Altersvorsorge, zu dem ich nachher noch komme. Die Vorstellung, dass Geld ein Ding ist und nicht ein Phänomen von Soll und Haben, blockiert das komplette ökonomische Denken. Wir verschulden massivst das Ausland mit unseren Exportüberschüssen und stellen uns dann hin und sagen, kann denn das wahr sein, wir sparen so schön und der Grieche macht nur Schulden. Wir verstehen den Zusammenhang einfach gar nicht, dass das ein und dieses, unser Sparen und die griechischen Schulden genau das gleiche Ding ist. Und da wir ja dauerhafte Exportüberschüsse haben, jedes Jahr wieder, da das ja Teil unseres Wirtschaftskonzeptes ist, verschulden wir dauerhaft, wir treiben unsere Kunden in die Insolvenz, zum Schluss schreiben wir unsere Guthaben ab, Rettungspaket heißt nichts anderes, als dass wir diese ausländischen Schulden auf deutsche Staatsschulden später umbuchen. Und da müssen Sie mal den Unterschied sehen. Wenn wir nicht überschießend exportiert hätten, hätten wir das Ausland nicht verschuldet. Wenn das Ausland nicht überschuldet wäre, müssten wir es jetzt nicht retten mit unseren Staatsschulden. Da hätten wir aber die Ware noch. Wir haben in Deutschland nur noch Schlaglochpisten, die Straßen. Es gibt genug zu investieren in diesem Land. Wenn es keine Alternative gibt zu Staatsschulden, dann sollten wir nicht den Umweg gehen über Exportüberschüsse. Weil da ist die Ware ja mit weg. Wir haben ja was geliefert an die Griechen. Wir haben ja was geliefert an die Iren. Die Ware ist weg und die Rechnung buchen wir jetzt um auf deutsche Staatsschulden. Der dümmste Weg, mit diesem Sparproblem umzugehen, ist der, der politisch gewählt wurde. Man hat es im letzten Jahrzehnt noch verschärft, dass man sagt, wir müssen wettbewerbsfähiger werden. Wenn wir wettbewerbsfähiger werden, dann können wir noch mehr exportieren. Und das ist gut so. Da werden wir Exportweltmeister. Und das ist doch toll. Da kommen diese Nettogelddinge in unsere Schatztruhe rein. Das ganze Problem an der Geschichte ist, es gibt diese Nettogelddinge nicht. Wir bauen ein Guthabensaldo auf, dem ein Schuldsaldo des Auslands gegenübersteht. Und wir sehen das nur nicht, weil die Bank dazwischen ist. Deswegen können wir es nicht sehen. Wir sind wieder in unserer Perspektive, die Erde als Scheibe wahrzunehmen.
wir können das nicht sehen und die Folgen werden katastrophal sein, wenn wir nicht kurzfristig von diesem Exportwahn herunterkommen. Es ist jetzt schon zu sehen, dass es Konflikte gibt und ich habe vorher gesagt im Mai, dass Alternativlosigkeit das Unwort des Jahres wird. Ich bin also nicht so schlecht in Prognosen und ich prognostiziere mal, dass demnächst die Reparationsfrage für den Zweiten Weltkrieg auf den Tisch kommt. Die Griechen, wir haben ja die Reparation für den Ersten Weltkrieg abgeschlossen. Die Reparationsfrage für den Zweiten Weltkrieg ist offen. Und irgendwann, wenn die ganze Sache eskaliert, wird man uns einfach sagen, liebe Deutsche, ihr habt doch den Zweiten Weltkrieg noch gar nicht bezahlt. Schreibt das einfach ab, was ihr von uns zu bekommen habt. Und bin ich mir relativ sicher, wenn wir das so laufen lassen, dass das so werden wird. Es ist also selten dämlich, wenn wir so weitermachen, dass wir überschießend exportieren. Wir sind eine Exportnation. Ne? Das ist also gar keine Frage. Ich will hier auch nicht dagegen reden, dass wir Dinge exportieren. Wir dürfen nur nicht überschießen. Ne? Wir müssen sagen, okay, ich liefere dir was, ich nehme dir wieder was ab, wie Robinson und Freitag. Gibst mir Nüsse, ich gebe dir Fische. Ne? Wenn wir aber sagen, wir bauen immer mehr Schuld- und Guthabensalden auf, dann wird dieses Problem über kurz oder lang eskalieren und wir werden als Deutsche die Dummen sein und jeder wird sagen, das konnte ich nicht wissen, das konnte ich nicht sehen. Woran liegt's? Das Geld ist ein Ding. Ja, man hat nicht begriffen, Guthaben gleich Schulden. Das Ding wäre noch zu drehen. Deutschland und China müssten Importweltmeister werden. So wie wir das vorhin gesehen haben, wie konnte der Freitag, das ist auch ein südländischer Typ, ne? Wir haben ja südländische Probleme, wie konnte dieser südländische Freitag denn seine Schulden beim Robinson bezahlen? Er hat ihm Fisch abgekauft. Ne? Wir müssen jetzt unseren Schuldnern Dinge abkaufen. Und das kann nur so gehen, dass wir Importüberschussweltmeister werden. Das ist der einzige Weg, wie das Ausland seine Schulden bei uns zurückzahlen kann. Da es keine Nettogelddinge gibt, sondern nur Salden, nur Guthaben und Schulden. Und wir haben Nachfrageschulden bei den Griechen. Wir haben Nachfrageschulden bei den Iren. Wir haben Nachfrageschulden bei den Spaniern. Wir schulden denen die Nachfrage, damit die ihre Geldschulden bei uns tilgen können. Das wäre natürlich dann zusammen mit unserer inländischen Sparneigung ein großes finanzielles Problem. Ne? Wenn wir also sagen würden, wir machen zum Beispiel in Zukunft 50 Milliarden Importüberschüsse und haben dazu nochmal 200 Milliarden private Sparpläne, dann würde das bedeuten, der Staat müsste im Jahr 250 Milliarden Staatsschulden machen. Jetzt macht er immer so 70, 80, also wir müssten mal die 3%, ne? Wir müssten also ungefähr 10%, wenn die Zahlen so blieben, müssten wir ungefähr 10% vom Bruttoinlandsprodukt Staatsschulden machen. Und wir wissen natürlich alle, wir haben eine Schuldenbremse im Grundgesetz. Da steht eigentlich drin, dass wir überhaupt keine Staatsschulden mehr machen sollen. Wir haben also die Depression im Grundgesetz mit 2/3 Mehrheit beschließen können. Ne? Die ist jetzt die Frage, wie wir die Depression aus dem Grundgesetz mit 2/3 Mehrheit wieder herausbekommen könnten. Und es stellen sich natürlich noch andere Fragen. 10% vom BIP Staatsschulden ist natürlich eine Größenordnung, die auch wirklich nicht gesund ist, auch wenn ich heute schon sagte, dass es Schulden unterm Strich ja auch nicht gibt, weil die Staatsschulden natürlich immer die Guthaben der Bürger sind und die sich natürlich ganz unterschiedlich verteilen, aber ist natürlich, wäre es eine hohe Zahl. Und ich sehe das aber überhaupt nicht so, dass wir nicht auch Importüberschüsse haben könnten, damit das Ausland seine Schulden bei uns tilgt und wir diese Sparerei begrenzen, die ja das Problem ist. Der wichtigste Punkt dabei, oder ein wichtiger Punkt dabei wäre, zurück zur 100% gesetzlich finanzierten Rente. Ja? Guthaben von Riester und Rürup als Schadensersatz für Falschberatung Pfänden. Ja? Da könnten wir also auch schon mal, da gab es glaube ich ein paar Provisionen vom AWD oder irgendwie Vorträge durfte auch halten für viel Geld. Was man da angestellt hat, ist ein Verbrechen am deutschen Volksvermögen. Weil Kapitaldeckung heißt nichts anderes als Staatsschuldendeckung. Die Politiker haben beschlossen, die Anlage muss absolut sicher sein. Also kann das Geld gar nicht in die private Wirtschaft fließen. Ne?
Die Riester-Sparer kaufen Staatsschulden, die fragen Staatsschulden nach aus ihrem Einkommen. Statt zu konsumieren, zahlen sie Beitrag an die Versicherung, das sehen die wieder nicht, weil die Versicherung ist zwischengeschaltet und die Versicherung kauft die Staatsschulden. Private Altersvorsorge ist Staatsschuldenaufbau. Der Staat fördert das noch. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Staat fördert die eigene Verschuldung. Ne? Das ist also der blanke Wahnsinn. Die müsste also sanktioniert werden statt gefördert. Eine Idee ist ja auch das bedingungslose Grundeinkommen, dass man also die Umlagefinanzierung, weil die hat das Problem nicht. Wenn Sie einen Rentenversicherungsbeitrag zahlen als Arbeitnehmer und geben die einen Rentner und der kauft dafür ein, dann fehlt da nichts in der Nachfrage. Die Nachfrage fehlt, wenn ich mein Einkommen an eine private Versicherung überweise, die dafür nichts anderes tut, als wieder Staatsschulden nachzufragen. Eine andere Variante, wie wir die Verschuldung runterbringen könnten, wäre eine neue Art von Sparen. Das heißt, Sparen ist in der Volkswirtschaftslehre ja definiert als alles Einkommen, was ich nicht für Konsum ausgebe. Das kann also sein, dass ich Schuldscheine nachfrage, also Guthaben aufbaue. Und es kann sein, dass ich reale, wertvolle Dinge selbst nachfrage. Ne? Also selbst, wenn Sie Gold nachfragen, ne, ist es eigentlich besser, als wenn Sie bei einer Versicherung irgendwelche Guthaben aufbauen, weil das sind eigentlich nur wieder Staatsschulden. Also immer, wenn ich reale Dinge nachfrage, werden reale Dinge produziert. Wenn ich Guthaben nachfrage, werden Schulden produziert. Wir müssen also zu einer neuen Art des Sparens kommen. Wir müssen nicht unser ganzes Einkommen jetzt konsumieren, sondern wir müssen lernen, selbst zu investieren. Das ist natürlich für einen Arbeitnehmer schwierig, weil ich kann das natürlich als Unternehmer, ich investiere in meinen Betrieb. Der Arbeitnehmer sagt, ich kann ja mein Geld nur auf die Bank schaffen. Und dazu müsste man also neue Produkte schaffen, wo man also quasi Sachwerte verbrieft. Stellen Sie sich ein Windrad vor, was 1 Million kostet, wo man sagt, man verbrieft jetzt das Windrad, das wurde sonst nicht gebaut, macht da 1000 Teile, 1000 Euro und davon wird es das Windrad gekauft. Dann entstehen da keine Schulden. Die Leute haben halt ein Stück, die haben halt ein Stück Windrad. Das wäre also eine Variante, dass wir diese Sachwertinvestitionen interessanter machen. Da wäre der Staat gefordert, einen neuen Ordnungsrahmen zu schaffen. Und ich denke halt, dass wir auch den Keynes neu denken sollten. Der Herr Keynes hat uns 65 Jahre relativen Weltfrieden gebracht, weil früher gab es halt in viel kürzeren Abständen dann halt Crash und Krieg. Und er hat uns natürlich aber auch viel Fehlallokation gebracht, weil er mit der halben Staatswirtschaft, die an dem Keynesianismus dranhängt, natürlich auch viele Fehlallokationen in der Wirtschaft ausgelöst werden. Und das Zinsproblem, zu null Sparzins zu kommen, um die Sparneigung zu senken, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Dazu brauchen wir auch kein Gesellgeld, wenn das vielleicht einem oder anderen nicht gefallen wird, was ich jetzt hier sage. Auf null Sparzinsen runterzukommen, geht ohne Gesellgeld. Wir müssen nur den Banken und Versicherungen verbieten, ausländische Schuldtitel zu kaufen. Dafür gäbe es auch eine gute Begründung. Wir können diese Titel nicht vollstrecken, wir werden sie abschreiben. Also es gäbe politisch gute Gründe, den Banken und den Versicherungen zu verbieten, ausländische Schuldtitel zu kaufen. Das heißt, bei der großen Sparneigung, die in Deutschland besteht, würde der Preis für Sparguthaben automatisch knapp über Null fallen. Er wird nicht ganz auf Null fallen, weil die Leute sollen ja das Geld nicht bar nach Hause holen. Aber der Zins würde ohne Gesellgeld auf Null fallen, wenn wir den Banken verbieten, ausländische Staatsschuldtitel zu kaufen, die heute einen Großteil des deutschen Sparens ausgleichen. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist was anderes. Das System ist heute bei null Zinsen, null Inflation nicht mehr stabil. Das heißt, hier stehen wir jetzt. Wir verbieten den Banken, die ausländischen Staatsschulden zu kaufen. Das geht dann also ganz schnell. Das ist nur eine Momentaufnahme. Liegen wir hier in der Depression. Uns fehlt der Zaun. Wir werden also, es kommt dann quasi zu einer Panik, auch unter den Unternehmern, wenn keine Übernachfrage mehr da ist, wird weniger investiert. Das ist so die Situation, wie wir sie 2008 hatten, wo
bei null Inflation bei MAN mehr LKWs abbestellt wurden als neue bestellt, also negative Bestelleingänge bei den Investitionsgüterherstellern. Da geht es also dann rasend schnell bergab. Wir brauchen also unbedingt dort einen Zaun. Und dieser Zaun könnte sein, indem wir verschiedene Ideen kombinieren. Ich bin wohl über die Zeit, ne? Schauen, dass wir, das ist jetzt die letzte Folie. Die Freigeldidee, die Monetative und das Grundeinkommen. Die Idee des Freigelds und der Monetative leidet an der Quantitätstheorie. Die Freigeldlehre und die Monetative setzen heute immer noch auf dieser Quantitätstheorie auf, die Stützel einfach nur naiv nannte. Weil ich kann natürlich den Umsatz durch eine Geldmenge teilen, kommt zu einer Umlaufgeschwindigkeit. Ich kann auch den Umsatz der Volkswirtschaft durch die Sonnenstunden teilen, komme ich auch zu einer Umlaufgeschwindigkeit. Nur wenn nächstes Jahr die Sonne mehr scheint, steigt das Bruttosozialprodukt nicht. Wie Angebot und Nachfrage zusammenhängt, habe ich Ihnen heute also schon vorgestellt. Wir bräuchten also so etwas, dass es eine monetative Staatsgewalt gibt, die bei Unternachfrage einen Grundeinkommenszuschlag zahlt, durchaus auf Kredit, und den dann wieder bei Übernachfrage zurückholt. Und wir bräuchten also eine Schuldenautomatik statt einer Schuldenbremse, könnten das also viel feiner steuern als diesen Keynes-Kram, könnten damit die Staatsverschuldung schenken. Ist jetzt aus Zeitgründen ein Problem, was ich nicht weiter vertiefen kann. Ich stehe jetzt noch zu Gesprächen zur Verfügung, und wer also eine Frage hat, kann mich also noch direkt ansprechen. Dankeschön.